dienen unter ihnen. Das ist Mass Effect, habe ich noch nie gespielt, soll aber gut sein. Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Aber das ist ja das Spiel des Eltern, geht scheinbar als Starfield durch, gut zu wissen. Okay, erzähl mir mal von den Botschaften. Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Super, wir sind im Vergleich zu den anderen also auch noch ein sehr, sehr junges Volk. So 19 im Vergleich zu 2000 noch was. Warum wurden die Menschen abgewiesen? Gute Frage. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Weil wir halt einfach richtig nice sind. Was denken Sie, ein KI zu fragen, was sie denkt, immer gut, ChatGPT antwortet immer nur scheiße. Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Viel Spaß genommen. Na komm. Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie, also Geld, erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Nur eine Botschaft? Warum wurden sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Zitadell-Flotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es, minderbefähigten Spezies eine Stimme auf Zitadell zu haben. Oh, wir sind minderbemittelt auch noch. Super. Das ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell-Tourismus- und Besucherabteilung ein. Was haben wir noch? Ich lese es gar nicht vor, ich lasse das machen, das Ding. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Super! Also ist einer der Bösen einer, der hier quasi alles darf, offiziell. Das ist ja toll. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Warte mal, ich habe meine Begleiter dabei, die habe ich ja gar nicht gesehen vorhin. Einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Hier ist die Braut und der Typ. Ich muss vielleicht mal merken, wie die heißen. Hi, wer bist denn du? Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Ja, ich bin Commander. Warum? Wir fragen es trotzdem mal. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Okay. Standort? Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Ja, Avina haben wir schon, aber können wir die Botschaften rein wohl? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Gut, wenn also mal mehr persönliche Fragen. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit.
Okay. Die hat ich muss jetzt los. Sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sie ist, wie man so schön Tag. Sagt, irrelevant. Okay, hier können wir irgendeine Tür öffnen. Aber in die Botschaften. Kam ich hier vorhin her? Könnte sogar sein, dass ich schon wieder zurücklaufe. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Okay. Ein wirklich toller Ort. Das hier ist auch wieder ein Diplomat einfach, nehme ich an. Mit dem. Oh Gott, ist der geil. Gönnt ihn euch. Das dürfte aber keiner mit Insektenphobie spielen. Oh ja, diesen, lass mich raten, der hier ist Mitglied des Rates. Aber die Menschen nicht. Freundlich begrüßend. Menschenkommander, eine Freude, Sie zu treffen. Oh, ich nehme es zurück, der ist cool. Wer der Mitglied des Rates wäre cool. Der ist nett. Ich mag ihn. Okay, sehen wir uns mal weiter hier oben. Die Welt ist so groß, ich habe so viel zu tun. Hier waren wir vorhin, oder? Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Nein. Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Ja, diese Informationen, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Kein Lieblingsvolk, erstmal mit Ausrufezeichen. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Wir reden weiter. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Oh, der ist gegen jeden kritisch, ich mag ihn. Ein guter, altmodischer Pessimist ist immer geil. Sieht man auch an meiner Wand. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Oh. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Komm, wir nehmen die mal in Schutz, obwohl ich auch komplett gegen die Spectres bin. Die sind mir jetzt schon alle unsympathisch. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu, aber deshalb haben Sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Saren ist außer Kontrolle. Wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Das sage ich einfach mal nein, da gebe ich ihm recht. Ich hoffe, ihr hört den Wind nicht allzu laut, es stürmt gerade schon wieder. Wirklich, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel aufnehme, fängt es an zu stürmen. Aber nicht alle Spectres sind wie Saren. Natürlich nicht, aber das Potenzial ist immer da. Ich krieg gerade einen Anfall. Okay, haben wir noch was? Zitadell-Sicherheit. Komm. Erzählen Sie mir von der Zitadell-Sicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Okay, dann hätte ich noch gerne Untersuchung einfach. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Dann auf Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Das fand ich jetzt ein bisschen, wo hab ich denn jetzt Geld herbekommen? Da waren das Erfahrungspunkte, aber irgendwas stand da gerade plus 12. Hier kann ich starte manuelles Überbrücken.
Oh, ich kann hier Sachen hacken. Geil. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde ein nicht erfasstes Konto verschiedener Empfänger über das Versand. Eine weitere Überwachungssituation ist veranlasst. Mein biologischer Gefährte, du wurdest auserwählt, Betragung zu erhalten. Weil wir das gleiche Schicksal teilen, nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns im Half-King Est an, nur zusammen können wir das Unrecht den Leuten wieder gut machen. Okay, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist die Untersuchung, das hier ja. Das hier ist eine E-Mail, die diese Roboter an den Bösen geschickt haben, wäre jetzt meine Vermutung. Was meint ihr? Also noch ein paar blaue Menschen, ein paar graue Menschen, ein paar Menschen. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Menschen überwiegen sogar. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offen. Was Hi. Wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Erstmal labern. Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. I like it. Können wir hier eine Alien-Prostituierte vögeln? Oh mein Gott, wenn das geht. Ich sag, das wird mein Spiel des Jahres, auch wenn es vermutlich schon uralt ist. Er stirbt gerade richtig draußen. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Okay, können wir noch mit ihm reden? Nein. Ah, mit der hier. Nassana. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Okay, aber sie hat einen Namen, die ist bestimmt später noch wichtig. Herr Barkeeper? Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Zum Beispiel? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Na komm. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Alter, Unterhaltung ich werde sie allein Flux drei Let's Play-Folgen damit verbringen müssen, das hier alles zu erkunden, mindestens. Shaira. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Vielleicht auch keine Prostituierte? Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Okay, dann haben wir alles. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir müssen diese Brücke finden. Ich will diese Shaira. Oh, hier. Ich würde gerne mal mit diesem Spinnenwesen reden. Aber ich finde es interessant, dass hier nicht nur Menschen sind, sondern auch die ganzen anderen Spezien vertreten. Hier ging es zu dem, ich will wieder raus. Wir haben auch noch eine Markierung auf der Map, die wir auch noch angucken. Kurz Map. Die hier, das ist. Zur Seelsicherheit Akademie Zielort. Unteres Büro. Nein, Mann! Ich würde gern. Ach, so geht das. Gemächer des. Der Konsortin. Gut, dann müssen wir hier lang, dann können wir direkt auch hier den, ich nenne es mal Questmarker, abhaken. Wenn wir zur Konsortin wollen. Was ist das hier? Obsidium. Ach, das ist eine Schnellreise, ups. Das wollte ich jetzt nicht, gehen wir wieder runter. Das passiert schon mal. Es fing jetzt wirklich an zu gewittern. In der letzten Aufnahme hat es auch angefangen zu gewittern. Am Ende und wir mussten deswegen die Aufnahme abbrechen. Ich hoffe, es ist einfach nicht zu laut.
Der Rat wird mir doch keine Fragen stellen, oder? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte gerade waren. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Nein,